Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Black Ops 4 Zombies und zu der Zombie-Karte Classified, denn in diesem Video wollte ich euch ein kleines Easter Egg zeigen, was man aktivieren kann und was ein bisschen was zu der Zombie-Storyline verrät, die sich mit Black Ops 4 schon wieder etwas gewendet hat, denn nun scheint es nicht mehr das Richtofen der wirkliche Schlüssel für alles ist, sondern eben Nikolai. Wieso und weshalb das Ganze, das werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Als erstes werde ich natürlich erstmal zeigen, wie ihr das Easter Egg hier aktivieren könnt. Und zwar hat das etwas mit den ganzen Porträts auf der Karte zu tun. Es gibt hier überall im Anfangsraum und in den Räumen neben dem Anfangsraum lauter Porträts von Präsidenten, die halt eben dort an der Wand hängen. Es gibt dort einige, die dort schief hängen. Insgesamt sind das 5 Stück, die nicht genau senkrecht dort hängen. Und diese müsst ihr mit dem Bowie-Messer zurecht messern, so gesehen. Also das heißt, ihr geht erstmal nach unten ins Labor, holt euch ein Bowie-Messer für 3000 Punkte und geht dann nach oben in den Anfangsraum. Ihr seht jetzt auch hier im Hintergrund, welche Präsidenten ich jetzt alle messe. Das sind wie gesagt 5 Stück insgesamt. Und da müsst ihr einfach einmal mit dem Bowie-Messer dagegen messern und dann sollten diese sich auch gerade richten. Das heißt, wenn ihr jetzt nämlich alle 5 gefunden habt, das ist eigentlich normalerweise so, dass in jedem einzelnen Raum eins von diesen Porträts hängt. Und wenn ihr alle gefunden habt, habt ihr das Easter Egg eigentlich schon zum größten Teil aktiviert. Denn jetzt müsst ihr eigentlich nochmal die 5 Devcon-Schalter aktivieren, um entweder zu Packer-Punch gelangen oder in diesen Besprechungsraum. Und da als Hinweis, wenn ihr schon Packer-Punch aktiviert habt, dann geht nicht durch den mittleren Teleporter, sondern durch irgendeinen anderen Teleporter, denn dann kommt ihr wieder in diesen Konferenzraum. In diesem Konferenzraum befindet sich jetzt in diesem Gang ein Bild von den alten Richtofen, also den aus Black Ops 1. Da müsst ihr einmal kurz eure Aktionstaste drücken und wenn ihr danach nochmal eure Aktionstaste bei diesem blanken Poster drückt, dann erscheint auf einmal ein Bild von den Nikolai, aber von dem Nikolai aus Black Ops 2, Black Ops 3 und Black Ops 4, also aus der Ultimus Crew. So, und jetzt werde ich euch ein bisschen was erklären dazu. Die Sache ist nämlich, das ganze Easter Egg, das gab es schon länger. Es gab es nämlich auch schon in 5, damals in Black Ops 1, aber da konnte man hier nichts aktivieren, beziehungsweise dass man irgendwie sehen kann, wer auf diesem blanken Poster ist. Und es gab auch schon diese Bilder auf Kino der Toten. Dort gab es nämlich auch diese ganzen Bilder und man hat immer sich gefragt, wer befindet sich dahinter? Wer ist dieses blanke Poster? Und nun kennen wir eigentlich anscheinend die Antwort, denn Richtofen verschwindet hier, also der alte Richtofen, und Nikolai erscheint. Das heißt, Nikolai ist jetzt der Schlüssel. Und ihr müsst jetzt noch ein bisschen wissen, dass dieser Richtofen, der hier jetzt verschwunden ist, der Richtofen ist aus der Ultimus Crew. Die Ultimus Crew, das sind die Charaktere aus Black Ops 1, also aus Kino der Toten und so weiter. Und das sind nicht dieselben Charaktere wie die Primus Crew, die mit Origins in das Spiel gerufen worden sind. Und so gesehen kann man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass dieser Richtofen aus der Ultimus Crew ausgewechselt wird mit dem Nikolai aus der Primus Crew. Das Ganze wird auch noch ein bisschen verständlicher, dass jetzt eigentlich Nikolai der Schlüssel ist, durch die Blood of the Dead Cutscene, denn dort hat man am Ende gesehen, wie dieser Richtofen Nikolai das Chronorium gab und Nikolai das Chronorium nochmal durchlesen sollte, denn anscheinend hat sich die Geschichte jetzt nochmal verändert, aber Nikolai ist jetzt dazu bestimmt, die Geschichte zu leiten und vielleicht jetzt wirklich alles richtig zu machen. Verlieren. Das wird nicht nötig sein, Nikolai. Die Zukunft hat sich verändert. Das Chronorium? Lies es. Finde deine Berufung. Du brauchst deine Seele. Nur mit ihr besiegst du Dr. Monty. Wen? Ich finde es auf jeden Fall nochmal ziemlich interessant, dass auf jeden Fall nochmal das aufgegriffen wurde aus Black Ops 1, dass man immer sich gefragt hat, wer versteckt sich hinter diesem blanken Poster? Wer ist das? Man hat gedacht, ist das Maxis? Ist das jetzt auf einmal Dr. Montys oder der Shadow Man? Aber nein, es ist anscheinend der Ultimus Nikolai, der jetzt mit Blood of the Dead oder ab Blood of the Dead die Zombie-Geschichte leitet, beziehungsweise jetzt der Schlüssel für das Ganze ist. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen tiefer hineingehen und noch ein bisschen mehr meine Theorien herauslassen, aber ich meine, es ist schon komisch genug, dass jetzt auf einmal Nikolai der Schlüssel ist. Deswegen, falls ihr noch irgendwelche Theorien dazu habt, dann schreibt dies doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und somit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.